Begrüßen die Startnummer 283, Saskia Schulz. Dann kräftigen Applaus, Leute, denn neun Mädels, die den weiten Weg bis nach Lübeck gemacht haben. Die Saison hat erst begonnen. Auch hier wird ein Eye-Walk gemacht, wie auch bei den Jungs. Frontansicht, Seitenansicht, Rückenansicht. Saskia Schulz, sie kommt aus Berlin und trainiert im nächsten Teil die Schmiede. Dankeschön, Saskia Schulz. Die Teilnehmerin hat die Startnummer 284, Marleen Geible. Marleen Geible kommt aus Köln und startet für Cologne Bodybuilding. Einige der Teilnehmerinnen haben schon einige Saisons mitgemacht. Da sind aber auch Newcomer dabei, die gerade mal ein Wettkampf bzw. noch keinen Wettkampf mitgemacht haben. Und deshalb würde ich bitten, immer wenn die Mädels auf der Bühne sind, so dass sie ja, drei posen können, dass ihr mal den Mädels und den Jungs mal ein bisschen Applaus spendet. Dankeschön. Marleen Geible, die Startnummer 285, hat Justine Neuberg. Justine Neuberg ist aus Leipzig und trainiert im Coach-Expert Lange. Justine Neuberg. Wir dürfen jetzt auf drei Posen, es gibt gewisse Richtlinien, aber die Bühne gehört den Mädels allein und nachher, wenn sie alle zusammen auf der Bühne sind, dann gibt es auch die Bitte-Drehung. Wir haben die Startnummer 280, Eva Agatha Behring. Okay, ist ein bisschen windig hier. Ich habe gesagt, passt immer auf, dass eure Fette nicht wegfliegt. Für uns ist es ganz gut, die frische Brise und auch für die Mädels. Die Eva Agatha Behring kommt aus Hamburg und trainiert im Olympic Gym Hamburg. Eva Agatha Behring. Dankeschön, Eva. Die nächste Teilnehmerin hat die Startnummer 288, Irina Schneider. Irina Schneider ist gut, aber dann ja. Sehr gefährlich, gut, dass ihr da gestanden habt. Okay, Irina Schneider kommt aus Lübeck, ist die Lokalmatador. City Gym Lübeck, wenn ihr seht. Da vorne will ich ein bisschen aufpassen. Dankeschön, Irina Schneider. Nächste Teilnehmerin ist die Startnummer 289, Diana Frankiewicz. Auch Lokalmatador, auf die trainiert im City Gym Lübeck. That's right, less than 5 minutes. Ein paar Freunde und Fans mitgebracht, Diana. Wunderbar ist auch da. Dankeschön, Diana Frankiewicz. Nächste Teilnehmerin hat die Startnummer 290, Nadia Petrova.
Nadja Petkova, kommt aus Geisenheim und trainiert hier Karte für die Kulturistik Sportu. Nadja Petkova. Das ist hier Saisonstart und wir haben sich für die Meisterschaft hier vorbereitet. Und das ist die erste Meisterschaft, es geht aber noch weiter. Colon Beach und American Beach. Dankeschön, Nadja. Die nächste Teilnehmerin hat die Startnummer 291, Tanja Hoog. Riesenapplaus für Tanja. Tanja ist aus Mörs und trainiert im Sportstudio Merkzimmel. Live and direct for more than 9 hours, this is the State of Trance episode 800. I'm lit for that energy. Coming up for you in just a little bit, Super Evan Tan, Orion Wilson, Marlon. Individuelle Präsentation. Die Kampfrichter sind die ersten Lichter neue Handgestellt. Und Ruben de Ronde will hit the decks. Wir setzen Kampfrichter, Leute, es ist wirklich nicht einfach da vorne zu sitzen und die Regeln zu bewerten. Meistens die Live denken, das ist alles noch, die sehen doch alle gut aus, die sehen doch alle gleich aus, aber es gibt schon Unterschiede. Tanja Hoog. Dankeschön. Die nächste Teilnehmerin hat die Startnummer 292, Danisa Giambrizzi. Danisa, sie kommt aus Seedorf und startet für das Team Eisenmachtschön. Teilweise ist es nicht lustig, die Windhöhe ist hier schon ziemlich stark, deswegen müssen wir hier aufpassen. Dankeschön, Danisa Giambrizzi, Eisenmachtschön aus Siedorf. Wir werden jetzt ebenfalls die Mädchen jetzt zusammenstellen. Die Kampfrichter können sich schon mal ein paar Eindrücke sich entnehmen und nachher kommt der individuelle Vergleich plus numerischer Vergleich. Auch hier haben wir einmal eine Bewegung nach rechts bitte zur Seitenansicht. Zur Seitenansicht bitte. Auch hier werden 4 bis 5 Athletinnen nachher rausgesucht und die machen dann nochmal einen Vergleich. Eine Vierteldrehung nach rechts zur Rückenansicht bitte. Auch hier zählen natürlich die Proportionen und Haare, Schminke, alles. Ich habe schon gesagt, dass es eine Präsentationsvorlage ist und auf Bikini eine Filterung nach rechts bitte zur Seitenansicht. Schön. Und nochmal eine Filterung nach rechts zur Frontansicht.
Neun Starter bitte. Eine Fitterung nach rechts bitte zur Seitenansicht. Schön, nochmal eine Fitterung nach rechts zur Rückenansicht. Und nochmal eine vierte Drehung nach rechts zur Vollansicht. Dankeschön. Riesen Applaus und jetzt kommen die Vergleiche, was die Kampfrichter gerne sehen möchten. Wir werden jetzt zwei Vergleiche geben. Der erste Vergleich. Und zweiter Vergleich. Ich krieg gleich das Bett an. Und sind. Okay. Es sind fünf Teilnehmerinnen, die nach vorne dürfen und beim ersten Vergleich. Wir haben die Startnummer 284. Die Malé Eglin. Die Startnummer 285, Christine Neubart. Die Startnummer 289, Johanna Schwarzgericht. Die Startnummer 290, Nadja Petrova. Und die Startnummer 291, Tanja Bo. So, das ist der erste Vergleich, was die Kampfrichter gerne sehen möchten. Die Bewertung geht jetzt richtig los. Vorher hat man ein paar Kreuzchen oder Pluspunkte, Minuspunkte gemacht. Jetzt geht es um die Wurst. Eine Fitterdrehung nach rechts bitte zur Seitenansicht. Okay. Eine Fitterdrehung nach rechts zur Rückenansicht. Mal eine Fitterdrehung nach rechts zur Seitenansicht. Nochmal der Fitterdrehung nach rechts zur Frontansicht. Wie auch schon, wir haben jetzt mehr Zuschauer, und zwar von außen auch. Kommt doch ruhig rein, Leute. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir den zweiten Vergleich. Eine Fitterdrehung nach rechts zur Rückenansicht. Nochmal eine Fitterdrehung nach rechts zur Seitenansicht. Das war die Vorwahl. Im Finale werden später sechs Teilnehmerinnen dabei sein. Mit einem Riesenapplaus verabschieden wir die Bikini-Klasse. Dankeschön. Wir sehen euch nachher wieder.